So, hallo, hier ist der Marcel vom Autoladen Dresden. Ich begrüße euch hier zu einer neuen Fahrzeugpräsentation. Ich habe euch heute einen Mercedes E320 mitgebracht. Was gibt es zu dem Auto zu sagen? Das war eine Inzahlungnahme. Und ich muss wirklich sagen, also das Fahrzeug ist aus Baujahr 2002, das ist eine Perle. Ich habe mich mit diesem Auto beschäftigt. Ich bin kein Mercedes-Fan, aber dieses Fahrzeug steht richtig gut da. Ich liebe gepflegte Fahrzeuge. Das macht logischerweise auch einen Verkäufer aus, dass man sich damit beschäftigt. Ich bin natürlich logischerweise auch Auto-Enthusiast und der André hinter der Kamera, der wird das nämlich euch auch gleich mal zeigen und auch filmen. Genau, da ist der Daumen. Wir gehen einfach mal ums Auto rum. Also ich bin wirklich begeistert von diesem Fahrzeug. Man muss natürlich sagen, dieses Fahrzeug hat damals schon bei Mercedes im Katalog gerostet. Hier ist null Rost dran. Der Motorraum, der sieht aus wie geleckt. Wir haben hier keine Motorwäsche gemacht. Der André wird das dann euch gleich mal zeigen. Ja, das Auto spricht im wahrsten Sinne des Wortes für sich. Wir gehen einfach mal hier rum und da kann der André das auch mal zeigen. Das ist eine Eleganzausstattung. Die Vorbesitzerin, die das Fahrzeug damals sich bestellt hat, hat hier in der Sonderausstattung überall die Kreuze gesetzt. Das Fahrzeug hat sogar eine Sitzbelüftung, Sitzheizung. Also hier wurde wirklich an nichts gespart. Leder ist extra angekreuzt worden. Ja, ich bin einfach nur begeistert von dem Fahrzeug, muss ich eindeutig so sagen. Keskin-Felgen habt ihr mit dabei. Eine gute Bereifung auch. Sommerreifen, das Fahrzeug kann man vierfach bekommen. Natürlich können wir optional immer Winterräder mit dazu liefern, aber das wäre dann auch eine andere Geschichte, wenn man dann in die Verhandlung geht, wie auch immer. Ansonsten könnt ihr hier schon sehen, mega. Auch hier drin, hier ist nichts irgendwie abgegriffen. Das Fahrzeug hat im Übrigen 170.000 Kilometer gelaufen. Es kommt aus zweiter Hand. Der Vorbesitzer das Fahrzeug 2015 gekauft, von dem ersten Besitzer sozusagen. Und hier passt wirklich alles zusammen. Du kannst auch gerne mal was sagen, André, wie gefällt dir? Du bist ja Mercedes-Fan, das muss man eindeutig so sagen. Also für mich persönlich wäre das alte Auto jetzt nichts. Aber alles in allem hat er Marcel völlig recht. Also wenn er hier einen alltagstauglichen, fast schon Klassiker sucht, sage ich jetzt mal wirklich in einem gepflegten Zustand, dann macht er hier nichts verkehrt, weil die 6 Zylinder, die der hier unter der Haube verspricht, die machen A ein bisschen Spaß und B sind sie auf jeden Fall haltbar. Was ich auf jeden Fall sehr passend finde, sind eigentlich die Felgen. Das sieht irgendwie schnittig aus, das Ganze dadurch. Ist halt nicht ganz so typisch. Ja, Rentner. Rentnermäßig, sage ich mal, Rentnermäßig, weil ja. silbernes Auto wirkt immer ein bisschen rentnermäßig. Aber mit den Felgen an sich, muss ich ehrlich sagen, gefällt es mir wirklich sehr gut. Ja. Der Marcel hatte euch vor uns versprochen, dass wir mal einen Motorraum gucken. Genau, das machen wir jetzt am Das besten mal. machen wir. Ziehen wir mal hier unten am Hebel. Im Übrigen auch Memory für Fahrer und Beifahrer. Mega. Ja. So, da gehen wir jetzt mal hier vorne zu dem Motorraum. Habt ihr hier sowas versteckt hier drinnen? Genau. Zacki. Und jetzt gucken wir uns hier mal den Motor an. Also das ist Weltklasse. Macht wirklich einen sehr gepflegten Eindruck. Letzter Service war letztes Jahr. Bei 155.000 Kilometer. Genau, in 2019. Der sieht sehr gepflegt aus. Wir haben am Motorraum selber jetzt hier nichts gemacht. Spricht vielleicht auch so ein Stück weit für die Transparenz des Autos oder Ja. vielleicht auch von uns. Da könnt ihr sehen, dass hier nichts austritt oder irgendwas undicht ist oder so. Ich vermute mal, der Keilrippenriemen, der hier drauf ist, ist schon mal neu gekommen. Ja. Das sieht zumindest so aus. Sieht sehr frisch aus. Also ist wirklich sehr gepflegt insgesamt. Wir gucken noch mal vielleicht hinten in den Kofferraum rein, Genau. was uns da noch erwartet. Das Fahrzeug ist aufbereitet worden und steht wirklich richtig gut da. Ja. Platz hat man auch. Ja. Mal, ihr könnt im Prinzip von hier vorne aus die Sitze auch umlegen. Das heißt also für einen größeren Transport von irgendwas geht das hier genauso, weil die Sitze halt komplett umzulegen gehen. Parksensoren Vorne wie hinten? vorne wie hinten, also viermal das Ganze. Genau. Getönte Scheiben. Was der Vorbesitzer wahrscheinlich mal noch gemacht hat, sind die Leisten hier schwarz, weil die sind eigentlich sonst in Chrom. Ja, der hat dem Fahrzeug auch die dunklen Heckscheiben spendiert. Im Übrigen sind hier ein paar Eibach-Federn verbaut. Finde ich, tut der Linie dann im Fahrzeug auch richtig gut. Und wie du auch schon gesagt hast, André, also der Motor, der hat 170.000 Kilometer gelaufen, der läuft locker eine 500.000 Kilometer bei ordentlicher Pflege. Keine Frage. Garantieren würde ich es nie. Aber grundlegend sprechen wir ja hier über einen Mercedes, sage ich jetzt mal so, der 18 Jahre alt ist. Ja. Und der so gepflegt hier dasteht, da könnt ihr wirklich nichts verkehrt machen. Also so eine Perle findet ihr auf keinen Fall ja, um die Ecke.
1000 Mal gibt es nicht. Also das muss man eindeutig so sagen. Der mag vielleicht etwas teurer sein wie andere, aber ich bezahle lieber etwas mehr, wie wenn ich 2000 Euro weniger bezahle und dann irgendeinen Schrott kaufe. Eindeutig. Ja. Wenn euch das gefallen hat, die Videopräsentation, gerne uns kontaktieren zum Fahrzeug. Wir sind auf allen Kanälen vertreten, das heißt Instagram, Facebook, auf YouTube könnt ihr das Video sehen. Da ist dann auch unsere Seite hinterlegt und dann könnt ihr uns ganz klassisch auch anrufen und dann können wir auch um das Fahrzeug per Video rumgehen und dann kann ich euch das auch nochmal im Detail zeigen und dann können wir auch alles prüfen, Inzahlungnahme, Finanzierung, alles. Und dann können wir euch das Auto auch direkt vor der Haustür liefern. Bis dahin, eine schöne Woche noch. Tschüss, tschüss.